Es sind immer die gleichen Symbole, immer die gleichen Farben. Eine wahre Spur der Verwüstung zieht sich quer durch Stenern bis in die Hohe Gietorst. Weder vor Schulen noch vor Kindergärten machen die Täter Halt. Ob Häuserwände, ja sogar 30 Autos sind mit Graffitis beschmiert. Eine böse Überraschung, die Anwohner etwa der Hoffmannstraße, wie Johannes Eckers, am Sonntagmorgen erwartete. Wurde morgens von der Polizei um 7:30 geweckt, der schon aufgefallen war. Das war offensichtlich im Nachbarn schon aufgefallen, der hier morgens spazieren war, hat dann die Polizei informiert. So bin ich dann also erst über die Polizei darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier meine Häuserwand entsprechend beschmiert war. Und wie sich dann herausstellte, durch diese ganzen Aktionen hier vor unserer Haustür kamen alle Nachbarn und guckten nach und es stellte sich heraus, dass also hier in der Nachbarschaft fast jeder betroffen war. So auch der Kindergarten St. Martin. Sehr, sehr ärgerlich, weil wir haben immer wieder Last mit Vandalismus hier und diese Schilder sind jetzt erst vor 2-3 Jahren, als unser Umbau erfolgte, angebracht worden und das sind immer so unnötige Gelder, die, ja, sag ich mal, ausgegeben werden müssen für Dinge, die schon gut da waren. Ne? Die Polizei ermittelt nun wegen Vandalismus und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Neben üblen Beleidigungen sollen die Täter auch Hakenkreuze auf Autos und Häuserwände gesprüht haben. Facebook-Nutzer schicken uns Fotos, in denen sie sowohl Kennzeichen als auch die Autos selbst großflächig beschmiert haben. Der Sachschaden dürfte in die Zigtausende gehen. Ich habe also gestern den ganzen Sonntag mit Hochdruck und mit Pinselverdünnern und Aceton versucht, die Spuren zu beseitigen. Aber das ist mir so nicht völlig gelungen. Wobei ich mich informiert habe, je eher man in diesen Dingen zu Leibe rückt, je größer die Wahrscheinlichkeit, um das dann doch irgendwann mal besser entfernen zu können. Ne? Getroffen hat es auch die Hohe Gietorst-Schule. Ja, als ich gestern Morgen aus dem Fenster schaute und sah hier diese Schweinerei und diese Graffitis, da muss ich ganz echt sagen, da war der Tag für mich schon gelaufen. Da hat schon einen dicken Hals. Ja, dann habe ich dann noch ein bisschen gefrühstückt, bin dann zur anderen Schule, die ich auch betreuen muss, hingefahren, weil ich schon sowas ahnte. Und da habe ich noch mehr gesehen. Da waren über 20 Scheiben bzw. Garage und Fahrradständer auch mit den gleichen Schmierereien versaut. Ob Vogel, Frosch oder Affe, alle Graffitis tragen dieselbe Handschrift, sind teilweise mit Initialen JD versehen. Ein Zeuge, der am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr die Rudolf-Virchow-Straße befahren hatte, konnte zwei junge Männer dabei beobachten, die mit einer Spraydose ein Leuchtschild besprühten. Als die beiden bislang Unbekannten den Zeugen bemerkten, fuhren sie auf ihren Fahrrädern in Richtung Krankenhaus davon. Der erste Täter war ca. 18 bis 24 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, Brillenträger und von untersetzter Statur. Er war mit einem Dreieckstuch maskiert. Der andere Täter etwa 1,80 Meter groß, ebenfalls zwischen 18 und 24 Jahren alt und hatte kurze dunkle Haare. Die betroffenen Anwohner überlegen nun, wie sie die Suche nach den beiden unterstützen können. Also wir wollen versuchen, einen gemeinsamen Topf zu bilden, der dann auch entsprechend diejenigen auslobt, die eventuell Hinweise auf die Täter geben, weil es sind doch erhebliche Sachschäden, die hier zu beklagen sind. Ne? Ich kann nur an alle appellieren, die so etwas sehen, dass jemand so etwas macht, als auch an die, die es getan haben. Man sollte auch mal daran denken, wie viel Ärger und wie viel unübersehbare Kosten damit dadurch entstehen. Hinweise bitte an die Polizei in Bocholt unter 02871 2990.